erste Übung unseres Programms heißt Bodendrücker im Unterarmstütz. Der Klausi geht in die Anfangsposition. Bankstellung im Unterarmstütz. Wichtig ist, Unterarme liegen am Boden auf, Oberarme liegen im Lot zum Boden, Schultern genau darüber, Rücken gerade und wieder die Oberschenkel so ausrichten, dass sie genau im Lot runter zeigen, dann ist ein rechter Winkel zu den Füßen. Und ganz, ganz wichtig für diese Übung ist, die Zehenspitzen zeigen zum Boden, die Zehen liegen am Boden auf. Bei der Standardversion hebt nun der Klaus die Knie an unter Anspannung des Bauchmuskels, sodass sie 3 bis 5 cm vom Boden wegkommen. Und unter Spannung des Bauchmuskels senkt er jetzt die Knie, sodass sie knapp vorm Boden ohne Bodenkontakt stehen bleiben. Das ist die Endposition und wieder in die Ausgangsposition und wieder runter. Und das ist die Übungsversion in der Standardvariante. Die Einsteigervariante wäre etwas leichter. Und zwar wird hier die Ausgangsposition am Boden, wie erklärt von Werner, ganz einfach begonnen. Und die Endposition auch nach oben 5 cm die Knie abheben. Nur dann nicht absenken bis knapp über den Boden, sondern ablegen auf den Boden. 2-3 Sekunden kurze Pause. Wieder die Muskulatur anspannen, den Bauch einziehen und die Knie wieder 5 cm hochdrücken. Kurz halten, 1-2 Sekunden, wieder ablegen auf den Boden. Die schwierigere, die fortgeschrittene Variante, noch etwas schwieriger wie die Standardvariante, wäre die Übung einbeinig durchzuführen. Das heißt, ein Bein wird nach hinten leicht hochgezogen und die gleiche Übung wie in Ausführung wie im Standardmodus wird nur einbeinig durchgeführt. Hier wird circa bei der Hälfte der Übungsanzahl, der Wiederholungsanzahl gewechselt.